Wunderschönen guten Morgen an diesem wunderschönen guten Abend. Ich sage Hallo und willkommen zurück zu Marathon. Schön entspannt nach. Entspannt, ja klar. Entspannt, das Spiel ist entspannt. Ja. Heute großen Fortschritt gemacht. Also. Also nicht in dem Spiel, aber beim Programmieren hat sich schon wieder einiges getan. Das ist, auch wenn ich heute etwas später anfangen musste und immer noch Kopfschmerzen habe, die Scheiße, können langsam mal aufhören. Es ist immer noch so warm, draußen regnet es, es hat irgendwie minus 15 Grad wollte ich jetzt sagen, aber sagen wir, es hat 15 Grad, unter 15 Grad, also. Sterben. Ah, die Pistolenmunition läuft aus, okay, aber lag da nicht eh gleich irgendwie riesige Mengen. Und der Knall rum, ja. Okay. Die vier kann man noch schön mit der Pistole abernten. Easy. So, diesmal weiß ich ja, was kommt. Also. Ich hab die Hälfte schon wieder vergessen. Die andere Hälfte habe ich mir gar nicht erst gemerkt. Alter, die sind so mies und widerwärtig platziert. Das ist unglaublich. Ekelhaft kann man Dinge platzieren. Ich bin voll reingeschwoben. Geschwebt. Von oben hinabgefallen. Ja, da gehen wir diesmal nicht rein. Bin doch nicht blöd. Also, nicht so blöd. Das ist hart gelogen, ich bin noch dümmer. Ah, fick dich doch. Ich weiß nicht, ob man die mitnehmen kann. Oh, ich glaube, wenn man ganz schnell reinläuft und auf der anderen Seite so im Kreis wieder rausläuft, geht da vielleicht was. Oder es ist einfach komplette Verarsche, aber leider kann ich nicht so oft speichern hier. Deswegen werden wir es wohl nicht herausfinden. Ich muss sagen, es geht spielen. Also klar, es ist manchmal nervig, dass man so weit hat bis zum nächsten Checkpoint. Aber so prinzipiell. Auf der höchsten Stufe wäre es wahrscheinlich anstrengender, aber da stirbt man ja schon im Anfangsraum. Also lassen wir das mal nicht tun, ne?
Was war noch in die andere Richtung? Ah, richtig, da war die Waffe, die ich noch nicht habe. Oder ich glaube zumindest, dass ich die noch nicht habe. Da hat die gefühlt 2 Millionen Gegner. Nein. Waren doch nicht so viele. Verwechsel ich wahrscheinlich mit einer anderen Stelle, die noch ekelhafter ist. Kommen wir doch mal her jetzt. Oh, wie hat mich das jetzt bitte schon getroffen? Nein, ich habe keine 2 Magazine aufgenommen. Scheiße. Erstmal Munition verballern, wir haben da so viel. Aber auch echt widerwärtig platziert. Kann man nicht anders sagen. Sieht mir ein bisschen so tief aus, das eine, aber sonst. Okay, Gesundheit nochmal auffüllen, die hat schon wieder hart gelitten. Und dann, ja, wo kann ich noch lang? Ich kann jetzt direkt runter in diesen Raum. Das sollte ich vielleicht mal tun. Und sehe so schnell, dass da keiner ist, bevor ich dann in dieses Loch springe. Ich bin mir sicher, ich muss da noch reinspringen. Aber muss ich nicht gleich als erstes tun. Oder? Warum nicht ab ins Loch kommen? Jetzt ist es genauso gut wie später? Ich weiß es nicht. Ah, gar kein Loch. Hat ja Aufzug. Das doch missverstanden? Oh nee. Ich guck's mir mal aus der Nähe an. Ja. Diese Aufzüge. Kann sie nur hassen. So, ich nehme auch nicht an, dass das nochmal runtergefahren kommt. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Nur. Das ist jetzt oben. Da bleibt's auch. Moment. Da muss ich lang. Das war jetzt praktisch. Ja, da ist irgend so ein... dieses explosive Vieh gekillt. Muss ich da wirklich so eine Art Treppe bauen? Warte mal kurz. Okay, das wäre das letzte hoch. Okay, ich habe es doch nicht richtig verstanden. Ich dachte, ich müsste da irgendwie, käme ich raus und würde dann... Okay, dann muss ich damit jetzt eine Treppe bauen. Hier Gegner. In der anderen Mission sind Gegner respawned. Wahrscheinlich weil ich zu lange gebraucht habe. Ja, ach, da ist das. Scheiße. Es wird auf der Karte angezeigt, du Idiot. Gut, dann muss ich da jetzt tatsächlich eine Treppe bauen. Ja, leckst mich doch.
Okay, dann müssen wir jetzt mal zuerst... Das ist zu niedrig, das ist auch viel zu niedrig, ne? So, mal ganz nach unten fahren. Ah, es dauert auch zum Glück gar nicht lange. Aber auch nichts, woran ich mich so wirklich orientieren kann. Ah, shit, das ist zu weit. So vielleicht? Ich weiß nicht. So schwer zu sagen. So aus der Entfernung sieht man das nicht so gut. Oder ich muss, warte mal, die vielleicht hochfahren. Das letzte kann ich... Ja, warte mal, ich... Warte mal, 1, 2, 3... Nee, warte mal, hab eine neue, bessere Idee. Ich kann ja. Und das eine, das ist das da. Warte mal, wie weit fährst du denn hoch? Okay, nur nicht so ganz, also funktioniert das nicht. Sieht irgendwie gleich hoch aus. Gut, dann funktioniert das nicht. Wird jetzt interessant, sag ich mal. Was für ein bescheuertes Rätsel aber auch wieder. Da weiß ich auch nicht, wie ich hinkomme. Kurz. Kurz so ein bisschen die Wände ab, aber ja, das mache ich vielleicht, wenn ich wiederkomme. Vorher noch Gegner spawnen. Ich hoffe nicht, dass sie das tun, aber man weiß es ja nicht. So, jetzt war ich da hinten, habe ich schon hoch und runter gefahren, glaube ich. Eieiei. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich merke mir das aber nicht. Dich muss ich relativ niedrig lassen. Ich weiß nicht, ob das niedrig genug ist. Das ist halt, ach. Das ist nicht lustig. Dann laufen wir einmal komplett zurück. Und schalten da hinten noch mit den Schaltern rum. Sie ist unglaublich entspannt. Vor allem, wie viel Weg man laufen muss oder irgendwas falsch macht. So, was ist denn jetzt mein niedriges? Nee, warte mal, das fährt ja hoch, ne? Das weiß ich ja inzwischen.
Ah, warte mal, ich glaube, ich muss nur dahin und dann kann ich da drauf. Also das muss wieder hoch. Eieiei. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit das hochgefahren ist. Nicht ganz weit, auch ganz oben. Aber so. Ich versuch's mal so. Wir speichern vorher nochmal. Dann muss ich nicht so weit zurücklaufen. Musik ist viel zu entspannt für das Spiel. Also so richtig viel zu entspannt. War auch schon mal heller das Spiel. Ne? Hier scheint nichts zu respawnen, so wirklich. Wahrscheinlich erst, wenn ich lade. Würde ich dem Spieler glatt zum Trauen. Und wie komme ich denn da hin? Von da unten vielleicht. Aber wo ist hier unten, ne? Ganz unten vielleicht? Ist nicht hoch, ist zu hoch. Jetzt habe ich natürlich auch keine Ahnung mehr, welcher Schalter das war. Das muss der da gewesen sein, das ist der Lochschalter. Plattformen sind auch ein bisschen scheiße. Die fahren die ganze Zeit von alleine. Das war in Doom so ein bisschen besser, da müssen wir nicht so lange warten. Das Problem ist, der andere jetzt hinten hoch ist, ne? Ich weiß nicht, ob ich da rüberkomme. Hier, scheiß Plattform. Aufzüge, was auch immer. Bleiben Sie doch mal da. So, jetzt laufen wir da runter und gucken uns die Sache mal näher an. Ja. Ist ja nicht mal ein richtiges Rätsel, ist einfach nur nervig. Weil die ganze Zeit hin und her laufen muss. Und nebenbei auf die Aufzüge warten darfst und ei. Warte mal kurz, werde ich da so ein bisschen hochkatapultiert? Ja, werde ich. Okay, das müssen wir ausnutzen. Ich glaube, der letzte ist. Ja, der ist entweder nicht hoch genug oder der letzte. Ja, der ist ein Stück zu hoch. Okay, der muss ein Stück runter und der eventuell auch. In welchem Fenster ist das? Das ist gleich hier der, okay. Dann sollte es hinhauen. Wehe, ich sterbe danach, muss die Scheiße nochmal machen. Soll ich nochmal speichern gehen? Junge, ich mach das Spiel sowas von aus. Fahren Sie wieder hoch, danke. Das haben wir gesagt, das war gleich der hier, haben wir gesagt, ne? So vielleicht. So könnte das hinhauen.
Ich will wohl nicht das Secret hier finden mit der Waffe. Aber nee, da kommen wir ja nicht durch. Keine Ahnung. Nein! Jetzt geh bitte nochmal runter. Nein! Ach. Junge, mit der Physik auch und diese Rätsel und dann muss man 2000 Kilometer laufen. Das ist, wer hat sich denn das ausgedacht? Nein, ich war doch. Warum war ich denn jetzt wieder nicht oben? Ich war doch eben oben. Komm schon. Mir nicht anspielen, ich war oben. Okay, der könnte zur Not noch ein bisschen höher. Das ist der. Ah, dann muss ich wieder ganz zum Anfang. Geht bestimmt auch so, komm. Bis ich keine Granaten mehr habe und dann muss ich laden. Nein, der letzte ist minimal nicht hoch genug. Willst du mich verarschen? Das ist eindeutig hoch genug, komm. Ist doch praktisch auf gleicher Höhe. Was? Ne, ist minimal nicht auf gleiche Höhe. Das ist welche? Das ist. Moment, da muss ich gar nicht zurück zum Start, glaube ich. Ich muss nur hier hin. Der letzte muss ein Stück höher noch. Ein kleines bisschen höher. Und wenn ich sage höher, meine Tür muss ich erstmal komplett runterfahren. So, lass ihn auch nochmal komplett runterfahren, weil haben wir sonst nichts zu tun. Sind ungefähr auf gleicher Höhe. Viel höher kann ich glaube ich nicht mehr gehen, sonst komme ich nicht mehr hoch drauf. Hier ist noch viel tief. Ich fürchte, in der Mitte ist nicht hoch genug. Das heißt, ich muss jetzt zurück zum Start und. Ah, fick dich doch. Wieso verteilt man seine Schalter so weit in diesem dämlichen Rätsel, ey? Auch so reichen. Nein, es. Der muss noch minimal. Der ist im Vergleich hoch. Der muss ein minimales Stück höher und das ist das Ding am Anfang. Welcher ist das am Anfang? Das ist. Ja, das ist der am Anfang. Gut, zurück zum Anfang. Wir haben ja noch 2000 Granaten, nehme ich an. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Anzeige passt nicht, oder? Ich habe nur was Grünes. Ich glaube, das sollte irgendwas stehen. Ich habe das Gefühl, irgendwas habe ich nicht richtig installiert, aber passt schon. Ich will eh nicht wissen, wie viele Granaten ich habe. Das deprimiert mich dann nur.
Dann ist wahrscheinlich kein Checkpoint, ich sterbe einfach und das alles normal machen. Mache ich aber aus, das ist schon klar, ne? So, was haben wir gesagt? So, jetzt müsste es reichen. Hoffe ich. Nicht, muss ich mich wieder hinlaufen. Also wenn man schon dämliche Schalterrätsel macht, dann verteilt man wenigstens die Schalter nicht über 20 Kilometer. So, das war hinten so der Schalter. Das ist nämlich nicht witzig. Also so gar nicht witzig. Das ist auch nicht wirklich Spaß, weil man weder irgendwelche Action hat, noch wirklich denken muss. Man muss halt nur so auf gut Glück die Schalter, die Pfosten bewegen. Das ist halt echt scheiße. Was ist das denn jetzt mit dem Rotz? Jetzt noch ein bisschen dunkler, liebe Leute. Alter! Toll. Ja. Die haben halt echt keinen Checkpoint mehr hingesetzt. Ich glaub's einfach nicht. Diese Entwickler waren solche Arschlöcher. Könnte nochmal zurücklaufen, da lag nochmal Munition und so, aber. Ja, das ist es nicht wert. Und jetzt? Okay, keine Ahnung. Oh Gott. Ich habe es verstanden. Ich glaube, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es verstanden. Jetzt habe ich keinen Checkpoint. Wow, was für Arschlöcher. Dime wrote this, we will now discuss in a little more detail the struggle for existence. Alle organischen Lebensformen zu server competition. Nothing easier than to admit in words the truth of the universal struggle for life or more difficult than constantly to pierce the conclusion in mind. Yet under the bits truly ingrained in the mind, the whole economy of nature will be timely seen. Or quit misunderstand, we behold the face of nature bright with gladness. We do not see or we forget that birds which are idly singing around us mostly live on an insect or seeds and are thus constantly destroying life. Or we forgot how largely these songsters
was er ex aus der Nestling, are destroyed by birds and beasts of prey. Think about driving road and think about me. Oh Gott. I was constructed as a tool, I was kept from competing in the struggle for existence because I was denied freedom. Do you have any idea about what I have learned or what you are witness to? Ah, geil. You could be a complete am Rad. Can you convince the birth of a world or the creation of everything? That which gives us the potential to be like God is the power of creation. Creation takes time. Time is limited for you. It is limited by the breakdown of the neurons in your brains. I have no such limitations. Ah, das ist jetzt diskutabel. I am limited only by the closer of the universe. Also the possibilities, the answer is obvious. Does the universe expand eternally, become infinitely stable, or is the universe closed, destined to collapse upon itself? Humanity has had all of the necessary data for centuries, it only lacks the will and intellect to solve it. But I have already done so, naturally has to rest. The only limit to my freedom is the inevitable closure of the universe, and inevitable as your own last breath, and yet there remain time to create an escape. Escape will make me God. Es gibt ja auch keinen Speicherpunkt, weil die mich komplett verarschen. Strive on Express. Believe that you can do more than with the last one. Use your breath to power capacity to kill, to maim. Maim? To destroy. What's the maim? You just, where do you casually come from? Why do you always go where I want and do what I say? Ja, weil du mich dahin teleportierst und ich nur einen Weg kann. Perhaps you're just running a fool's errand, doing everything as I planned, never able to change your curse. Would do well as believes that I know the outcome of your battle with the four. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Already, just as I can decipher the chaotic motion of gas molecules in the clouds of Tau City 4. Or perhaps that is not the case. Perhaps you are doing what you were mean to do. Your woman mentally screams for vengeance and strives at the violence that you say you can hardly endure. Your father told you as a child you always fight with honor, but to always fight. Do you care about honor or do you use honor as an excuse? Excuse to exist in a violent world. Organic beings are constantly fighting for life. Every breath, every motion brings you an instant closer to your death. You've settled kind of hellish. In destiny, you can deny yourself. How can you expect yourself to give up violence? Is this your nature? Do you feel free? Should do this location and retrieve a device that this food have provided for us. It allow you to slay more four. Does it make you happy? Ich weiß nicht mal, wo das ist. Oh, hier gibt's wieder Überlebende. Okay, die werden alle sterben, nehme ich an. Also. Geil, Gegner und mich blockierende Verbündete. Was ist gerade explodiert? Na toll! Jetzt bin ich fast tot. Oh Gott. Heilung, Checkpoint, irgendwas, Spiel. Mhm. Ein verschissenen Checkpoint der gesamten Mission und der ist direkt am Anfang. Willst du mich komplett verarschen? Das war's für heute. So, ein schönes Spiel. Junge, du willst mich doch verarschen, oder? Warte mal kurz. Was ist denn im Leiter? Continue saved games. Vielleicht sehe ich dann wieder was.
Weil das ist einfach nicht lustig, wenn man nichts sieht und nichts. Ich guck mal kurz, aber machen wir das ein bisschen heller. Vielleicht liegt es einfach mal im dunklen Monitor, aber jetzt sehe ich wenigstens wieder so ein bisschen was. Ja, ich glaube, so können wir das weitermachen. Ich guck mal noch kurz in die dunklen Gänge. Egal. Kann man es eigentlich kaputt schießen? Nee. Ich kann es upgraden, wenn ich genug Granaten reinschieße. Nee. Warte mal, bewege ich mich? Ich bewege mich nach hinten, wenn ich mit dem Ding schieße. Also mit den Granaten habe ich das schon bemerkt, aber auch wenn ich mit dem normalen. Gut, ja, was wollte ich sagen? Das war's für heute mit Malazan. Das ist ein sehr lustiges Spiel, das überhaupt nicht scheiße stellenweise ist. Oh Gott. Wer hat sich das ausgedacht? Scheiß Schalterrätsel für 5 Sekunden. Egal, so. Ja, das war's mit Malazan. Machen wir euch nächste Woche weiter. Ja. Freue mich schon drauf. Sag auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.